Hallo Leute, sorry, dass ihr jetzt so lange auf ein News-Video warten musstet, aber mein Schnittprogramm hat ein paar Probleme gemacht. Deswegen wird das hier jetzt auch mal ein bisschen direkter und knapper, also nicht großartig zusammengeschnitten, sondern ich gehe einmal alle Flugzeuge durch, die jetzt neu gekommen sind, sag kurz am Ende noch ein paar kleine Änderungen und dann fangen wir eigentlich direkt am besten mal an. Hier sehen wir schon das erste Flugzeug, was neu dazugekommen ist. Jetzt haben die Amerikaner auch endlich mal ein Doppeldecker bekommen, und zwar die F3F. Und das Ding ist auch als fliegendes Fass bezeichnet worden, was, glaube ich, selbsterklärend ist, warum. Und das Ding ist auf Battle Rating 1.7, hat auch im RB eine Maximalgeschwindigkeit angegeben von 436 km/h. Eine Turntime von 15 Sekunden und eine Steigrate von 16 Metern in der Sekunde. Das Ding ist eigentlich durchaus recht wendig und wie ihr an der Bewaffnung seht, mit einer 12,7er und einer 7,62er kann sich das Ding auch eigentlich recht gut wehren. Der Munitionsvorrat ist jetzt nicht so beeindruckend, aber wenn man ein bisschen sparsam mit den Mumpeln umgeht, dann sollte das eigentlich klar gehen. Macht auch durchaus Spaß zu fliegen. Das Ding hat echt einen sehr starken Motor für einen Doppeldecker und auch eine sehr gute Energy Retention. Aber gehen wir zu den nächsten. Denn die Amis, die haben auch nur ein Flugzeug gekriegt, wie die meisten Länder. Und bei den Deutschen, da hätten wir eine weitere U-88-Version gekriegt. Das ist die U-88A1. Die lustigerweise auf demselben Battle Rating ist wie die A4, aber im Gegensatz zur A4 hat sie zwar weniger Defensivbewaffnung, aber eine offensive Bewaffnung, also ein 7,92 mm MG nach vorne ausgerichtet mit 375 Schuss. So. Viel muss man dazu auch nicht sagen. Was haben wir hier an Bombenzuladung? Da könnt ihr ja selber gucken, 250 Kilogramm Maximum, oder kann man auch aufteilen auf 4x250 oder natürlich in kleineren Schritten auch wieder hier vorgehen. Das Ding habe ich bisher noch gar nicht geflogen, deswegen kann ich dazu auch noch nicht viel sagen. Ich bin halt nicht so der Bomberpilot, aber das wissen ja eh die meisten schon von mir. Gehen wir da direkt weiter und nicht genauer auf das Flugzeug ein. Die Russen, die haben einen Flieger gekriegt, der scheinbar von der ganzen Community gewünscht wurde, oder von einem großen Teil. Mir ist das eigentlich Wurst, ich bin eh nicht so der Russenflieger. Das Ding wird eh noch ewig dauern, bis ich mal da bin, weil ich jetzt schon länger bei den Russen nichts mehr groß forsche. Was die MiG-17 von der MiG-15 unterscheidet, ist eine stärkere Pfeilung der Flügel und auch ein bisschen optisch hier noch am Design ein bisschen was verändert, auch am Heck gibt es leichte Änderungen, aber die Bewaffnung ist dieselbe, das Ding ist halt natürlich was schneller. Hat eine gute Kletterrate, 50 Meter in der Sekunde, ich weiß nicht, inwiefern sich das unterscheidet von der normalen MiG-15. Guck mal hier, MiG-15 bis, wie viel haben wir da? Auch 50 Meter die Sekunde. Vielleicht ist das einfach auch nur ein Platzhaltermodell, vielleicht ändert sich daran noch was, müssen wir abwarten. Aber wie gesagt, ich bin bei den in der Reihe eh erst bei der MiG-9 jetzt, will aber jetzt erstmal vorher die IL-28 erforschen. Dann kommen wir zu den Briten, die jetzt auch endlich viermotorige Bomber gekriegt haben, die mich aber genauso wenig interessieren. Das sind hier einmal der Stirling BMK-1 und Stirling BMK-3. Ich guck mal bei dem hier auf die Modifikation. Da hätten wir 27x250 Pfund. 27x500 Pfund dann später oder 9x1000 Pfund. Das ist eigentlich schon recht ordentlich. Ich schaue gerade mal bei dem anderen Stirling, wie weit sich das unterscheidet. Nämlich gar nicht. Ich weiß allgemein nicht, was großartig der Unterschied dazwischen ist. Ein bisschen schneller ist die MK3. Und scheint auch ein Schützen mehr zu haben. Ja, hier haben wir vier Schützen. Und hier, ach, nur drei. Die andere hat sogar einen Schützen weniger, aber ist dafür etwas schneller. Aber wie gesagt, ich habe von den Bombern keine Ahnung. Da müsst ihr euch mal durchs Forum wühlen, ob da schon irgendwer ein Fazit zugegeben hat,
von mir wird da auf jeden Fall nichts großartig zu erwarten sein, weil ich die erst wahrscheinlich in 20 Jahren irgendwann erforschen werde und dann nie fliegen werde. Und dann kommen wir natürlich zum einen der wichtigsten Länder, und die Japaner haben richtig viel Liebe abbekommen bei diesem Patch. Die haben ja jetzt letztes Mal schon die A7 M1 gekriegt, was schon super geil war, ist auch ein super geiles Ding. Und auf ein Battle Rating von 3,3, und jetzt ist noch eine A7 M2 normal zu erforschen dazu gekommen, aber auf einem Battle Rating von 5,3, was schon echt heftig ist, wenn man die beiden mal miteinander vergleicht. Zumal ich habe das Ding jetzt ein bisschen geflogen, noch nicht ausgeflogen, aber halt schon mal eine Runde getestet, oder ein paar Runden getestet und einmal in einer normalen Schlacht auch schon geflogen. Und das Ding jetzt unausgebaut fühlt sich auf jeden Fall sehr viel steifer an als die A7 M1 und neigt dazu dann eher oder lädt dazu mehr ein, Boom and Zoom und Energy Angriffe zu fliegen. Deswegen, wie gesagt, ich muss das Ding erstmal ausfliegen, bevor ich da ein endgültiges Fazit zu geben werden kann. Und dann wird natürlich auch ein Review kommen, aber mal gucken, wie sich das zwischen den beiden hier noch entwickelt, vor allem was das Battle Rating und Flugmodell angeht. Dann haben wir noch KI-44er gekriegt und direkt zwei Stück. Also einmal die hier, die KI-44-2 Hey. Und auch schon 3-4 Runden damit gedreht, und ja, also die 12-7er, die sind durchaus zu gebrauchen, jetzt nicht die stärksten MGs, aber das Flugzeug hat auch einen recht starken Motor und auch eine gute Geschwindigkeit. Viele Spitfires habe ich dadurch runterholen können, indem ich die einfach in den Stall gezogen habe, was mit der Maschine ja richtig gut geht, weil die wiegt einfach wenig und hat einen starken Motor, aber man kann, also von der Wendigkeit kann die nicht mit einer KI-43 zum Beispiel mithalten und schon gar nicht mit einer Zero. Die fühlt sich ein bisschen komisch an, aber die Rollrate ist sehr geil. Aber wie gesagt, da muss ich auch noch etliche Runden mehr mitfliegen, bevor ich da irgendwie ein abschließendes Fazit gebe und ein Review mache. Aber die zweite KI-44, die wir hier gekriegt haben, ist die KI-44-2 Otsu. Und das Ding ist mehr ein fliegender Mörser gegen Bomber. Zumal, oder eher ein Suizid-Mörser gegen Bomber, oder wie auch immer man dieses Ding bezeichnen will. Das ist dann so ein Liebhaber-Ding, weil die 40mm Kanonen, die das Teil hat, haben eine absolut schlechte Mündungsgeschwindigkeit, und die nach 100, 200 Metern fallen die Geschosse schon zu Boden, als hätte man mit Steinen geworfen. Also man muss extrem nah ran. Und gegen Bodenziele kann man die 40er auch nicht wirklich verwenden, da es sich hier nur um High-Explosive-Geschosse handelt, und die kann man auch nicht verändern. Also es bleibt so. Was ich sehr schade finde, weil gegen Bodenziele wäre das Ding vielleicht noch gut, aber gegen Bomber ist das einfach zu gefährlich. Auch auf einem Rating von 2,3 trifft man jetzt nicht so oft die stärksten Bomber, aber trotzdem, das ist ein Japaner, dem zufolge brennt er wahrscheinlich auch schnell. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich mir irgendwann holen, einfach nur um dazu ein Review machen zu können oder um eine Meinung abgeben zu können, aber so im Testflug war ich jetzt nicht so begeistert davon. Aber irgendwann, wenn ich mal echt unnötigerweise viel Golden Eagles übrig habe, vielleicht irgendwann mal. Einfach um die Sammlung komplett zu haben. Dann, was haben wir noch gekriegt? Genau, eine KI-61 Tai Hien. Die ist ähnlich wie die normale KI-61-1 High. Allerdings haben wir hier im Gegensatz zu KI-61, die halt deutsche MGs gekriegt hat, die MG-151, haben wir hier japanische MKs. Und zwar die 20mm Hoch 5, die auch schon die KI-43-3 Otsu hat. Also damit kann man dann auch leichte Panzer von hinten knacken. Und hat aber auch ein bisschen weniger Munition in den 20ern als die mit den deutschen Kanonen. Also die hat hier 300 und die neue, die hat nur 240. Und ja, also ich habe das Ding noch nicht wirklich geflogen, außer im Testflug, und muss da jetzt auch mal gucken, was da dann kommt. Und ich glaube, soweit haben wir dann die neuen Flugzeuge abgehandelt. Also es sind insgesamt 9 Stück, die dazugekommen sind. Aber der Fokus von dem Patch lag ja dann auch eher auf den Panzern, also auf den britischen Panzern. Da ist ja dann noch ein ordentlicher Schwung gekommen. Und ich denke mal, nachdem die Briten jetzt eingeführt wurden, wird auch hoffentlich mal wieder ein bisschen verstärkt auf Flugzeuge eingegangen. Was sie jetzt noch ein bisschen verändert haben, sind zum Beispiel bei den Corsairs haben sie viel die Tankzuladung ein bisschen verändert. Wie genau sich das ausgewirkt hat, habe ich auch noch nicht gucken können. Es ist halt viel Stress zur Zeit, Weihnachten etc. Ne? Ihr kennt das ja.
Und was auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass die HE-51er, dass das Flugmodell komplett überarbeitet wurde von denen. Manche sagen, was ich so im Forum gesehen habe, ist, dass die etwas schwammiger sind oder sich schwammiger anfühlen. Kann ich jetzt noch nicht so beurteilen. Ich bin halt viel die HE-51 B2H jetzt geflogen, das Gerät, was man mal erspielen konnte, das Wasserflugzeug davon. Und die sinkt, sackt jetzt bei Rollbewegungen nicht mehr so komisch ab, was sie ganz gerne mal gemacht hat. Von daher teste ich das auch noch intensiver, um da auch noch mal irgendwie genauer was sagen zu können. Das kommt dann in den nächsten Tagen, Wochen wahrscheinlich dann raus. Ich glaube, soweit habe ich dann alles abgehandelt und tut mir leid, dass ich diesmal ein bisschen anders vorgehen musste, aber ihr kennt das ja mit dem ganzen Stress. Dazu kommt halt noch privater Stress gerade bei mir. Dann ist letztens mein Schnittprogramm schon abgekackt, wo ich das eigentliche NewsMac dazu gemacht hatte und auch anderes Material genutzt hatte. Und das ist alles ein bisschen doof gelaufen. Aber ich hoffe, das reicht jetzt euch erstmal. Und wie gesagt, zu allem kommen noch Reviews zu allen Flugzeugen, die für mich jedenfalls was sind. Die Bomber, wie gesagt, die sind bei mir erstmal alle außen vor. Und das war's dann erstmal von meiner Seite. Frohe Weihnachtstage und wir treffen uns in der Luft.